Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zum letzten Track hier auf der SIM in Lingen. Vortragstitel hat Marc freundlicherweise schon erwähnt, vom Daten zum Dollar-Millionär. Ob man den Weg jetzt einschlagen kann oder nicht und welche Steine da im Weg liegen, das versuche ich jetzt in den nächsten 4,5 Stunden zu erklären. Ich fange einfach mal mit der grundsätzlichen Frage an. Braucht es denn überhaupt so einen Datenbroker und wie viel Daten gibt es überhaupt auf der Welt? Also, die Frage grundsätzlich, wie viel Daten es gibt, habt ihr so eine Vorstellung? Also wie viel Daten haben wir auf der ganzen Welt? Ja, alle. Alle zusammen. Fünf Daten? 42? Nee, mach da mal eine Schätzung. Mehr als 1 Terabyte? Zwei Zettabyte. Okay. Bietet jemand mehr oder weniger? Aha. Okay. Ich gebe euch ein Gefühl. Ich hoffe, man kann das ganz hinten auch sehen. Das hier. Das sind 130 Millionen Terabyte. Das war das Datenvolumen 2005. Auf der gesamten Welt. 2005 gab es schon YouTube, 2005 gab es schon Google, 2005, da gab es auch schon grundsätzlich Facebook. 2005 gab es noch nicht WhatsApp. Aber das hier, das war das Datenvolumen 2005. Das hier. Das war das Datenvolumen 2010. Das hier, das ist das Datenvolumen 2015 gewesen. Und das hier, das sind so 40.000 Exabytes. Das sind also 40... Tja, wie viel ist das eigentlich? Also als erstes muss ich sagen, um das mal ins Verhältnis zu rücken, das sind nicht 40.000 Exabyte, sondern ehrlich gesagt, das sind 40.000 Exabyte. Was ist so ein Exabyte? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel ist das überhaupt? Stellen wir uns vor, der allererste Dinosaurier hätte eine HD-Cam gezückt. Und er hätte aufgenommen, wie das erste Dinosaurier-Baby vor 200 Millionen Jahren schlüpft. Und er hätte aufgenommen, wie sich die Dino-Spezies entwickeln. Und er hätte diesen einen Moment, von dem wir alle glauben, dass er existiert hat, dass ein Komet auf die Erde gestürzt ist und alles ins Verderben gerissen hat, das hätte er aufgenommen, alles in HD und Stereo, jede Sekunde. Die Entstehung der Säugetiere, die Entstehung der Menschen, den Bau der Pyramiden. Das eine bestimmte Jahr, was zwischen vor und nach Christus unterscheidet. Das ganze dunkle Mittelalter, jede einzelne verdammte Sekunde. In Farbe, Ton, HD. Dieser Film, das wären etwa 10% der Daten, die wir heute im Internet verfügbar haben. Ist das viel? Ist das wenig? Es ist. Und wenn wir uns anschauen, wofür werden die Daten eigentlich benötigt, da habe ich hier so ein kleines Schaubild. Daten brauchen wir in jedem Geschäft. Ich meine, ihr wisst es besser als viele andere. Ihr seid Administratoren, ihr seid Entwickler, ihr seid Businessleute aus der IT-Industrie und wir leben von Daten. Aber es gibt drei Unternehmen auf der ganzen Welt, die ganz besonders doll von Daten leben und das sind die, die hier auf dem Bild auf der rechten Seite zu finden sind. Das sind Amazon, Facebook und Google. Diese drei Unternehmen, die machen mit ihrem Geschäft, und das ist vorrangig ein Datengeschäft, etwa 5-mal so viel Umsatz wie alle E-Commerce-Händler in Deutschland zusammen. Die E-Commerce-Händler in Deutschland, die geben diesen Unternehmen Daten.
nämlich ich möchte gern das und das verkaufen und so sehen meine Kunden aus und dort habe ich Werbung gemacht und sie bekommen anschließend zurückgespielt, diese Person solltest du ansprechen, die werden wahrscheinlich von dir kaufen. Unsere gesamte Handelsindustrie ist sehr abhängig von diesen drei Unternehmen und zwar technologisch, politisch, aber auch aus Kundensicht. Denn wenn irgendjemand, also nicht nur einer, sondern 2, 3 oder 4 Millionen Leute mal so auf die Idee kämen, wir möchten eigentlich nicht, dass unsere Daten irgendwie immer in die USA exportiert werden, dann ist diese gesamte Wertschöpfungskette in Gefahr. Und von daher gibt es durchaus einen Bedarf an einem europäischen Datenbroker. Und jetzt sitzen hier eine ganze Menge Menschen im Raum, die dieser europäische Datenbroker vielleicht werden könnten. In dem Bereich ist eine Menge Geld zu holen. Wie viel? Das ist halt auch fraglich. Ich versuche es mal zu errechnen. Was ist so ein Gigabyte durchschnittlich wert? Das ist eine gute Frage. Also fangen wir mal so an. Das Weltinlandsprodukt, also sowas wie das Bruttosozialprodukt eines Staates von allen zusammengenommen, das beträgt oder betrug 2015 ungefähr 63.000 Milliarden Euro. Und die Daten, das hatte ich gerade gesagt, dieser Topf hier, das waren 8.500 Milliarden Gigabyte. Und wenn ich das durcheinander dividiere, dann weiß ich, also wenn das gesamte Vermögen der Welt in Daten investiert werden würde, dann würde so ein Kilo Daten, also so ein Gigabyte Daten, das würde dann ungefähr, wenn man das ausrechnet, 7,40 Euro kosten. Jetzt ist uns, glaube ich, allen klar, dass nicht das gesamte Geld auf der Welt in Daten investiert wird. Oder? Also 5%, weiß ich, gehen in Bildung. Darum gibt es sowas wie die SIM. Wie viel Prozent gehen in Datenhaltung? Wenn man das wüsste, dann könnte man sagen, was so ein Gigabyte so durchschnittlich wert ist. Und jetzt haben wir lauter kluge Leute hier im Saal und ich habe mir gedacht, wir bestimmen es einfach mal. Wer glaubt, es sind mehr als 10%? Einmal Finger hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer glaubt, es sind so ungefähr 5%? So viel, wie wir auf der Welt in Bildung investieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Ein Prozent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weniger oder viel weniger als 1%? Promille, also irgendwas nahe Null. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt können wir ausrechnen, weil wir jetzt lauter Expertenmeinungen hier im Saal haben. Wie viel Prozent werden es tatsächlich sein? Ich habe einen Taschenrechner mitgebracht. Das ist gar nicht so schwer. 6 mal 10 sind 60, das sind 100. Das sind 6, das sind 0, das heißt also 166 geteilt durch 12, 32, 45, das sind rund 3%. Vorherrschende Meinung im Saal, ungefähr 3% des gesamten Weltvermögens, also mehr als die Hälfte von dem, was wir in Bildung investieren, auf der gesamten Welt, investieren wir nur, um Daten festzuhalten. Das sagen wir hier so. Eine Reihe von Leuten, die hat sich jetzt nicht zu Wort gemeldet. Ich glaube, alle anderen meinen, es ist mehr oder haben keine Meinung. Aber bleiben wir mal bei den 3%. Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, ob das stimmen kann. Man kann ja rückwärts rechnen. Was kostet es eigentlich, nur die Daten festzuhalten? Und naja, so eine 10-Terabyte-Festplatte kostet aktuell so um die 300 Euro. Das heißt, so ein Terabyte kostet 30 Euro. 2% ist die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit pro Jahr. Das heißt also, so die Festplatte, die 300 Euro kostet, muss für 60 Cent sozusagen dann nochmal ersetzt werden. Wird über 10 Jahre abgeschrieben, sind wir also bei 3,60 Euro plus Strom.
Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Man kann sagen, so 3 Watt verbraucht so eine Festplatte. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ja, und jetzt kommt vielleicht noch sowas wie Kühlung dazu. Auf der anderen Seite, moderne Rechenzentren haben eigentlich keine richtige Kühlung mehr, aber da muss ja irgendwie noch ein PC hinter sein. Also sagen wir mal einfach das Ganze mal 3, dann sind wir auf der sicheren Seite, sind wir bei 79 Kilowattstunden. Und wenn wir das über 10 Jahre halten, weil so ein Datum braucht ja auch eine Zeit, bis irgendwann jemand vorbeikommt, der es braucht, sind wir am Ende bei, da steht es, 15,4 Cent pro Gigabyte. Und wenn ich das umrechne, also wie viel Prozent von den 7,40 Euro, wie viel Prozent von den 7,40 Euro brauche ich, um diese 15 Cent zu kommen, dann komme ich tatsächlich auf einen Betrag von ungefähr 2%. Und de facto sind es mehr. Also es sind mindestens 2% des gesamten Vermögens dieser Welt, die wir investieren, nur um Daten zu halten. Und ich finde das ganz schön erstaunlich. Das ist nämlich viel, viel Geld. Ja, jetzt habe ich gesagt, die Frage ist also, wie viel Daten brauche ich denn, um so ein Euro-Millionär zu werden? Das lässt sich jetzt relativ leicht ausrechnen. Wir wissen, 15 Cent ist das Gigabyte wert. Braucht man halt genau 6510 Terabyte. Das ist es schon. Naja, es gibt jetzt Daten, die sind ein bisschen mehr wert und es gibt Daten, die sind ein bisschen weniger wert. Also ich habe neulich, das ist schon so ein bisschen her, da habe ich gesehen, da hat jemand so viel weniger als 1 Terabyte verkauft für viel Geld. So eine CD. Ja? Eine CD, 500 MB für 2,5 Millionen. Das heißt, das Gigabyte ist in dem Fall 5 Millionen wert gewesen. Es ist also immer die Frage, für wen ist es so viel wert? In dem Fall hat das Finanzamt gesagt, es ist schon attraktiv, was da drauf steht. Und ich kann sagen, da war keine Musik drauf, aber da war Musik drin. Wenn ich also 6510 Terabyte mir auf meine Festplatte ziehen möchte, dann brauche ich eine relativ große Festplatte. Und vor allen Dingen muss ich diese Daten ja irgendwo herhaben. Weil das Problem ist, diese Daten, die das Finanzamt seinerzeit gekauft hat, die finde ich ja nicht einfach irgendwie. Klasse. Trend Micro hat eine Umfrage gemacht und gefragt, sag mal, was sind euch eigentlich eure persönlichen Daten wert? Und das ist interessant. 18,90 Euro ist so die einhellige Meinung von ungefähr 1000 befragten Amerikanern, Japanern und Europäern. Das ist so ungefähr das, was sie ansetzen, was es ihnen wert wäre, ihre vollständige Kaufhistorie einem Unternehmen abzutreten. 14,77 Euro der momentane GPS-Standort, 7,62 Euro der Familienstand und 2,66 Euro das Geschlecht. Also in jedem Fall haben wir eine Möglichkeit, wenn wir genug Geld besitzen, diese Daten zu bekommen, weil Menschen sind bereit, diese abzugeben.
Jetzt gibt es aber Data Broker auf der ganzen Welt schon eine ganze Weile. Und die Frage ist jetzt, wie viel sind die dann bereit, für so ein Datum zu zahlen? Und das ist ganz interessant. Also eine Adresse über einen Adressbroker, die ist viel weniger wert, nämlich maximal 19 Cent. Und an so einer Adresse, da klebt eine Adresse dran und ein Merkmal. Was ist das für eine Person? Und über den Vornamen sicherlich auch noch, was ist das für ein Geschlecht? Und derjenige, der es kauft, der möchte typischerweise über Entscheider Bescheid wissen. Das heißt, da sind noch viel, viel mehr Eigenschaften dran. Und dafür, naja, werden aktuell 19 Cent verlangt. Das heißt also, es muss ganz andere Möglichkeiten geben, meine 6510 Terabyte voll zu bekommen, als einfach, naja, mit einem USB-Stick durch die Gegend zu laufen und sagen, bitte gib mir deine persönlichen Daten, ich gebe dir Geld dafür. So einfach funktioniert das nicht. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch am Rand. Das Geschlecht einer Frau festzustellen online ist deutlich attraktiver als von einem Mann. Warum das so ist, das kann sich jeder denken. Es liegt daran, dass Frauen konsumaffiner sind. Habt ihr doch bestimmt jetzt alle gedacht. Ja, und wenn ich diese Daten habe, dann kann ich mit denen was anfangen. Also ich erfasse grundsätzlich erstmal statische Daten und an diese statischen Daten spiele ich dann dynamische Informationen an. Im nächsten Schritt suche ich Ähnlichkeiten und dann passiert etwas in den allermeisten Fällen, mit denen ich als Endkunde überhaupt nicht rechne. Es passieren nämlich Dinge, an denen ich weder mittelbar noch unmittelbar wirklich interessiert bin. Also Facebook, ich stelle Content und Nutzerstammdaten, Cookies und Pixel, wird Facebook alles einfach über mich erfassen. Und dann, weil ich eine Nutzerstory habe, wo ich sage, so, ich möchte gerne meine Informationen mit Freunden teilen, stelle ich meine Informationen auf der Plattform zur Verfügung, quasi kostenfrei. Und Facebook darf mitlesen. Und Facebook bemerkt auch, wer klickt auf welchen Beitrag. Ich habe geschrieben, ich bin auf der Sim in Lingen. Ha, 699 Leuten gefällt das. Das sind bestimmt alles IT-affine Menschen. Den könnten wir vielleicht das neue Buch von diesem Gruppenrichtlinientypen mal anbieten. Es ist also eine Kaufprognose möglich. Und interessanterweise verdient Facebook genau damit das Geld. Facebook schaltet Werbung, Werbetreibende geben Geld dafür und auf diese Weise lässt sich Geld verdienen. Pokémon Go, naja, das ist halt ein Spiel, es macht total viel Spaß, aber was passiert eigentlich an der Stelle mit Daten? Ganz interessant. Ich muss ja bei Pokémon Go, hat es schon jemand mal gespielt? Oder wer hat es nicht gespielt? Okay, ist ein Spiel. Da gehe ich durch die Gegend und ich kann im echten Leben, indem ich sozusagen durch meine Kamera gucke, werden plötzlich Objekte eingeblendet. Das Telefon, das kann das, weil die GPS-Koordinaten erfasst werden. Ich weiß also, das Telefon weiß, wo bin ich gerade? Und ein smarter Algorithmus sagt, hier an dieser Stelle, da befindet sich ein Spielmonster und dieses kann ich bekommen. Und dadurch kriege ich Punkte und kann damit mein Spiel spielen, um das ganz platt zu formulieren. Aber was passiert wirklich? Ich bewege mich durch die Welt. Der Betreiber, Nintendo, hat ein komplettes Geoinformationssystem, hat eine komplette Landkarte und weiß, wo bewegt sich die Person. Weiß damit auch, wo wird das Telefon ausgeschaltet und wo wird es am nächsten Morgen angeschaltet. 4 Tage die Woche ist die Person an der Adresse und einmal die Woche an jener. Das sieht ja beinahe so aus, als hätte er 2 Wohnungen. Interessanterweise ist da noch eine andere Pokémon Go-Spielerin, die ebenfalls an diesem Ort ist, aber ebenfalls an einem anderen Ort scheinbar wohnt. Und all diese Informationen, die werden einfach gesammelt. Es entsteht eine vollständige Brücke zwischen der Online-Welt auf der einen Seite, wo wir uns anonym fühlen, und der Offline-Welt, wo wir wissen, ja, ich habe da meine Adresse angegeben, das ist auch ganz klar, das ist geschützt. Aber ganz ehrlich, meine Online-Identität und die Offline-Identität, die bringt doch bitteschön keiner zusammen. Ja, keiner. Außer Pokémon Go. Oder mein Navigationssystem. Oder vielleicht auch mein Connected Car. Klimaforschung. Wetterbericht. Benutzt irgendjemand keine Wetter-App?
Jemand, der eine Wetter-App benutzt, zwei sind es, die gerade aufgezeigt haben, von geschätzten 4000 hier im Saal. Die Wetter-App benötigt meine GPS-Koordinate. Ist ja auch klar, weil ich will ja nicht extra eingeben, an welchem Ort ich mich gerade befinde. Die Wetter-App weiß aber damit auch, wo ich mich befinde. Und nicht nur ungefähr welche Stadt, sondern die weiß die exakten Koordinaten. Deshalb ist das Verdienstmodell von Wetter-Apps, ich verkaufe diese Koordinaten, um anderen zu helfen, herauszufinden, wo befindet sich die Person, der dieses Smartphone gehört. Und möglicherweise auch durch Aggregation, wem gehört dieses Smartphone? Und wo bewegt sich diese Person? Wo wohnt sie? Und wenn ich das weiß, das ist total genial, dann kann ich gucken, was ist denn das für ein Haus, wo derjenige wohnt? Google Maps macht es möglich. Ich schaue einfach drauf, Street View. Ein oder zwei oder drei Stockwerke, Einfamilie oder Mehrfamilie. Was steht denn da für ein Auto vor dem Haus? Das ist ja interessant. Ein Q7, die scheinen Geld zu haben. Das ist alles möglich, wenn ich Daten aggregiere. Und das Schöne ist, das geht total einfach. Das Geschäftsmodell dahinter heißt einfach sammeln. Wenn ich mehr habe als alle anderen, wenn ich mehr Daten aggregiert habe, dann werde ich reich. Und das ist wunderbar. Das geht nämlich, wie ich schon sagte, super simpel. Ich brauche nämlich einfach nur ein Tool, was es mir ermöglicht, irgendwie im Web zu crawlen. Ich zeige euch das mal, wie einfach das funktioniert. Ohne große IT-Kenntnisse, sogar ich kriege das hin. Ich suche hier mal nach Simling. Mit einer Internetverbindung wäre das besser. Und bei der Simling, bitte? Ach so. Ja, besser, oder? Da gibt es so eine Speakerliste. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Das sind hier so komische Grafiken und so, ne? Und da jetzt die Daten rauszubekommen, ist schwierig. Das Schöne ist, in HTML oder XML ist das ja alles so wunderbar aufbereitet. Es ist ja vorstrukturiert. Und dadurch gibt es Tools, die das ganz einfach für mich machen. Ich gucke mal, ob ich das hier hinkriege. Zack, einmal so. New Default Project. Jetzt muss ich meinen Bildschirm wieder wechseln. Fantastisch. Mach's ein bisschen kleiner. Komm schon. So. Hier stehen die Namen. Das sind sie schon. Ich glaube, viel mehr brauche ich im allerersten Schritt nicht. Ich brauche ja jetzt erstmal nur mal so ein paar Stammdaten. Leute, mit denen ich gern irgendwas machen möchte. Es dauert einen Moment, jetzt habe ich eine Liste. Ja, kann ich mir speichern. Einfach als Excel-File. Sauerei. Speichern. Und jetzt müsste eigentlich noch ein Excel-File aufgehen. Und dann habe ich die ganzen Namen einmal abgespeichert. Merken wir uns, war ganz einfach, geht gleich weiter. Okay. Das Sammeln, also sagen wir mal, grundsätzlich Stammdaten zu sammeln, ist ein ganz einfacher, aber wichtiger Schritt, wenn ich ins Datengeschäft einsteigen möchte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ganz ehrlich, gegen diese ganzen Platzhirsche, da hat man ja gar keine Chance. Google betreibt riesige Rechenzentren und wie soll ich mit meiner 6510 Terabyte Festplatte dagegen irgendwie anstinken? Naja, es gelingt ja auch schon mit 500 Megabyte ordentliche Daten zu sammeln. Man braucht halt nur die richtigen Schritte zu tun. Und außerdem, wer sagt eigentlich nicht, dass das ein Vorteil ist, dass es schon Platzhirsche gibt? Denn die Daten, die Facebook und Google uns zur Verfügung stellen, die sind ja schon vorstrukturiert. Und warum? Weil sie es ja auch ganz einfach haben wollen. Und damit sind sie im Innovators Dilemma. Sie haben eine Struktur sich aufgebaut, die für sie gut funktioniert und die für uns aber ganz hervorragend geeignet ist, die Daten, die sie schon haben, abzugreifen. Das muss man sich so vorstellen,
Das ist also so ein Pirat, der hier, der hat einen großen Schatz. Und na, Google möchte ja eigentlich, dass man auf Google zugeht, weil die verdienen ja damit Geld, dass sie viel mehr über uns noch erfahren. Das heißt also, in diesem Piratenbeispiel wäre es so, wenn ein Pirat vorbeikommt, kriegt er eine Goldmünze, aber nur eine. Wir kriegen also eine Suchanfrage beantwortet. Aber wenn wir jetzt irgendwie zu oft vorbeikommen, dann merkt der Herr Google, das ist jetzt aber nicht schön, meine Schatztruhe wird jetzt immer leerer und sagt dann also, nee, Freundchen, wenn du mit diesem Schiff hier vorbeikommst, diese IP-Adresse, die sperre ich. Und ein kluger Pirat, der würde jetzt sagen, das ist ganz einfach, dann komme ich einfach mit einem anderen Schiff und in der IT sagt man dazu Proxy. Wenn ich also mir eine ganze Proxy-Flotte aufbaue und in der Dunkelheit komme, dann sagt man dazu Darknet und das kann Google überhaupt nicht detektieren und das kann Google auch deshalb überhaupt nicht leiden. Die zweite Sache ist, ein weiteres Mythos, ja, dann habe ich im Prinzip das, was ich aus Suchanfragen bekommen kann, aber das Heiligtum des Unternehmens, das sind die Nutzerdaten. Also, wer hat schon nach diesem Begriff gesucht? Das kriege ich natürlich nicht raus. Von wegen. Es ist ein ganz einfaches Verfahren und das Verfahren heißt Ad-Server. Und es macht sich zunutze, dass Google am Ende auch, naja, gierig ist. Das funktioniert so. Google hat ein Geschäftsmodell aufgemacht, wie viele andere Datenprovider auch. Das läuft so. Ein Werbetreibender kann bei mir dafür sorgen, dass eine Plattform für viel Geld mit Werbung bestückt wird. Und ich sorge dafür, dass Werbetreibende so viel Geld wie nur irgendwie möglich, auf dieser Plattform lassen. Und wie mache ich das? Indem ich jeden einzelnen Werbebeitrag versteigere, wie bei einer Auktion. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich sage, hier, das ist ein Banner mit folgender Größe, das kann ausgeliefert werden über die Webseite abc123.de, dann wird der eine was drauf bieten und der andere nicht, aber das ist noch ein bisschen wenig Information. Also, wie in einer guten Auktion üblich, gebe ich viel Informationen. Zum Beispiel, passt auf Leute, da ist ein Banner, das wird gerade besucht von einer jungen Frau zwischen 19 und 21 Jahren, die wohnt in einem Einfamilienhaus, hat schon dreimal die Wetter-App benutzt, kauft häufig Turnschuhe und liebt es, auf Amazon und Facebook abzuhängen. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ja das interessiert mich, dann muss ich natürlich Geld bezahlen, dass ich dieses Banner bekomme. Und dieses Banner mit diesen Informationen kann sehr teuer sein. Aber zum Glück ist das ja nicht das einzige Banner auf der Seite. Ganz unten, am unteren Rand, wo keiner hinscrollt, da versucht der Werbetreibende ja auch Banner loszuwerden, die aber keiner haben möchte. Und deshalb werden die wie Penny Stocks zu Bruchteilen von Cents verkauft. Und wenn ich so eins kaufe, dann kriege ich an der Stelle die Informationen, die der Auktionator mir genannt hat, mit. Und gleichzeitig kann ich bei dem Kunden eine Information hinterlassen. Das klingt ein bisschen beunruhigend, oder? Oder ist das so alles noch im grünen Bereich? Nicht? Okay, also stellen wir uns also vor, wir bekommen auch die Nutzerdaten von Google auf diese Art und Weise stückweise für ein kleines Geld peu à peu eingekauft. Tja, jetzt ist halt die Frage, wir wissen jetzt, wofür sich die Leute interessieren, aber wir wissen noch nicht, wo die wohnen, wie die heißen. Das sind natürlich auch spannende Informationen. Wo kriegt man die her? Social Media. Das Prinzip ist hier relativ einfach. Das Geschäftsmodell bedeutet, ich stelle eine Plattform zur Verfügung, lese einfach mit und die Daten, die gehören mir außerdem auch noch, weil ich mir folgende Rechte einfach einräumen lasse, dass alles, egal ob es später gelöscht wird oder nicht, auch mir gehört. Sowas geht grundsätzlich in Deutschland nicht, deshalb liegen die Server in den USA. Jetzt ist es aber so, dass in den USA auch der Datenschutz eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Und
Vielleicht hat der eine oder andere schon mal mitbekommen, Microsoft beispielsweise hat nicht nur Containerrechenzentren entwickelt, sondern auch so Unterwassercontainer. Schon mal gesehen? Das ist eine total tolle Sache, weil man damit ganz viel Energie spart, weil die Kühlung sozusagen im Wasser ja quasi inkludiert ist. Und das noch was inkludiert, nämlich Datenschutzfreiheit. Weil man könnte so einen Container unter einer Bohrplattform auf hoher See, auf exterritorialem Gebiet versenken. Und das ist natürlich eine ganz prima Geschichte, weil man dann frei von allen hässlichen Datenschutzvorschriften ist. Also man kann auf diese Art und Weise durchaus vorgehen, aber das empfehle ich erstmal nicht grundsätzlich, denn es geht auch mit Bundesdatenschutzgesetz und europäischer Datenschutznorm. Das Verfahren ist schon ziemlich alt, das heißt Lettershop-Verfahren, das ist ganz einfach. Es sorgt nämlich dafür, dass niemand zu irgendeinem Zeitpunkt alle Informationen gleichzeitig hat. Ist ein bisschen kompliziert, aber lässt sich ganz einfach erklären. Da ist unser Pirat und der sagt, wer von den Jungs mag eigentlich rum? Der andere Pirat, der hat eine Liste mit so Hashes, ja, und daneben steht, was die Piraten alle so mögen. Rum, Bier, einer mag sogar Wasser. Er weiß also rum, ich schreibe mir das sozusagen in der Liste aus und gebe diese an eine dritte Person weiter. Und die dritte Person, die weiß nicht, was gefragt wurde, aber die hat die Hashes und die hat auch die kompletten Adressinformationen. Und auf diese Art und Weise kann er am Ende sagen, hey, ich weiß nicht, was du gefragt hast, aber ich könnte jetzt zwei Leute angehen, an die ich die Informationen, die du denen geben wolltest, weitergebe. Zum Beispiel ein E-Mail-Newsletter, zum Beispiel einen Katalogversand, zum Beispiel ein Werbebanner auszuspielen. Dieses Drei-Firmen-Konstrukt, auch bekannt als Lettershop-Verfahren, erfüllt den deutschen Datenschutzstandard, weil keins der drei Unternehmen zu irgendeinem Zeitpunkt die Informationen zu Person, also Adresse, und die Person über Merkmale, Eigenschaften gleichzeitig hat. So ließe sich das auch implementieren. Ist deutlich aufwendiger, ist deutlich komplizierter, heißt aber auf der anderen Seite, man müsste sich an sowas wie Datenschutz halten und auch dazu verpflichten. Wollen einige von den großen Datenbrokern nicht. Ich finde es aber eine tolle Sache, weil man damit nämlich auch als Kunde am Ende sagen kann, jetzt möchte ich es nicht mehr und wenn die Daten gelöscht sind, sind sie wirklich gelöscht. Tja, was kann man jetzt damit machen? Also ich habe ja gerade gesagt, das ist eine relativ einfache Sache, wenn ich jetzt mir so eine schöne Liste erstellt habe von Speakern, dann kann ich diese Speakerliste jetzt einfach mal durch Xing durchjagen. Wo haben wir es? Ne, ist die falsche. Hier. Na komm schon. Ich will nicht. Entschuldigung, ganz kurzen Augenblick noch. Jetzt lass mich mal nicht im Stich. Ja. So, jetzt habe ich mir also diese schöne Liste gemacht. Das sind die Namen. Gehe ich hier hin auf meinen Crawler und gehe einfach auf Xing. Ich kann mich jetzt einloggen. Jetzt passiert was ganz Interessantes, was im Social Media immer passiert. Ich muss irgendwie einen Account preisgeben. Log mich ein. So, und jetzt kann ich wieder Folgendes machen. Öffne Custom Project. Ich habe das schon mal vorbereitet. Xing Files. Ups. Na. Nee, das ist es noch nicht. Sim Demo. Xing. So.
ist er denn jetzt? Ist es außerhalb des sichtbaren Bildschirms? Das ist wunderbar. Augenblick, schiebe ich es rüber. Na, will jetzt nicht. Okay. Ist ein bisschen kompliziert. Zeige ich es jetzt an der Stelle noch nicht. Also genau wie ich gerade eben nach den Personen gesucht habe, kann ich auf diese Art und Weise über Social Media relativ einfach mir den Jobtitel raussuchen lassen. Ich glaube, das ist jedermann klar, wie es grundsätzlich funktioniert. Das Verfahren ist halt immer das Gleiche. Das Besondere hierbei ist, wenn ich das mache, dann kann ja Xing oder Facebook erkennen, das bin ich, ich als Person, die da sehr viele Daten abzieht. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ein ziemlich guter Schutz also ein ziemlich guter Kopierschutz. Und wie man das wiederum umgeht, da gibt es halt auch Tricks für. Eine andere Möglichkeit ist natürlich als erstes dafür zu sorgen, dass mir derjenige, der Facebook benutzt, seine Daten freiwillig zur Verfügung stellt. Dieses freiwillig zur Verfügung stellen, das ist eigentlich relativ einfach. Die Technik, die ist hier illustriert, glaube ich, die ist auch allgemein bekannt. Wie so ein trojanisches Pferd auf Facebook aussieht, ich glaube, das hat auch fast jeder schon mal gesehen. Welcher Star Wars Charakter bist du? Was ist deine Lieblingsfarbe? Wie hoch ist dein IQ? Nur 2% aller Deutschen können dieses Rätsel lösen. Dieses Clickbaiting, was dazu führt, dass ich mir das anschaue, dass ich anschließend feststelle, ja, ich bin Darth Vader. Oder tatsächlich, ich gehöre zu den 2% der Deutschen, die dieses Rätsel lösen können. Und so schwer war es gar nicht. Aber das muss ich unbedingt meinen Freunden mitteilen. Und in dem Moment, wenn ich dem jetzt erlaube, das auf meiner Timeline zu posten, erlaube ich gleichzeitig, die Timeline zu lesen. Und zwar die komplette. Von dem Moment, als ich meinen Facebook-Account eingerichtet habe, bis heute. Das ist das trojanische Pferd, dem viele einfach aufliegen und auf diese Weise werden sehr, sehr viele personenbezogene Daten über Social Media gesammelt. Dieses Login-Prinzip, über das ich gerade gesprochen habe, das schützt auch nur bedingt, denn es gibt eine Möglichkeit, die ich eingehen kann und jemand, der Facebook-Marketing schon mal betrieben hat, der kennt dieses Phänomen, das sind die Geisterpiraten. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Accounts, die sind gar keine echten Accounts, da stehen keine Menschen hinter, sondern einfach nur Geisterpiraten. Man wundert sich manchmal, man baut ein neues Blog auf, man hat eine neue Facebook-Kampagne und plötzlich interessieren sich unglaublich viele Inder und Pakistani dafür. Die kommen alle aus München oder Hamburg und haben am Massachusetts Institute of Technology studiert oder Harvard. Und sie sprechen nicht Deutsch. Jedenfalls nicht, wenn man sich anschaut, welche Seiten sie sonst noch sind. Vielseitig interessiert, sprechen offenbar Russisch, Chinesisch, Pakistanisch, Englisch und eine Menge Sprachen, die eigentlich schon ganz ausgestorben schienen, denn die liken einfach alles. Diese Klickroboter, ich nenne sie gern Geisterpiraten, sind genau diese Accounts, die man denn dafür benutzt, um über diese Accounts anschließend Daten abzuziehen. Ist das jetzt eine gute Idee? Also ich bin da grundsätzlich strikt dagegen, weil es ist entspricht weder den Richtlinien von Facebook, noch entspricht es dem, wie ich eigentlich Geschäfte machen möchte. Das Interessante ist, Facebook unterbindet das nicht. Warum eigentlich nicht? Naja, Leute wie ich bezahlen Facebook dafür, dass mein Blog ein bisschen mehr Traffic bekommt. Und jeder Like kostet mich 10, 20, 30, 40 Cent. Und ob das jetzt 40 Roboter waren oder 40 echte Menschen, also bei den Robotern ist die Chance, dass die meinen Blog liken, viel größer, als viel schneller und einfacher als bei irgendjemand anders.
Und deshalb mag Facebook offiziell diese Roboter nicht, aber de facto unternimmt Facebook nicht viel dagegen, dass diese Roboter abgeschafft werden. Tja, wenn ich das alles jetzt zusammengenommen habe, ich habe also die Namen von den Speakern, ich habe ihren Jobtitel. Was kann ich denn noch damit machen? Es gibt so eine Webseite, die heißt www.gehalt.de. Und auf www.gehalt.de, da braucht man eigentlich nur einen Jobtitel angeben und eine Stadt, wo jemand wohnt. Und man bekommt heraus, was man mit folgendem Beruf eigentlich verdienen kann. Und ich habe da mal was vorbereitet. Nee, ernsthaft, das lässt sich machen. Es ist aber nicht konform mit dem deutschen Datenschutz. Weil das ist eine unerlaubte Aggregation von Daten. Das lässt sich machen und dann machen, wenn man die Daten vorher, so wie ich es gerade beschrieben habe, anonymisiert. Ich würde es euch gern zeigen, tue es aber nicht. Aber die Tools, die kann ich euch gerne verraten, mit welchen man das tun kann. Dann kann man das zu privaten Zwecken jederzeit auch gerne mal zu Hause probieren. Tja, also wie wird mit Daten tatsächlich Geld verdient? Wir müssen irgendwie statische Informationen erfassen, die mit dynamischen Daten anreichern, Ähnlichkeiten und Muster erkennen und dann können wir eine Reaktion optimieren. Und ganz ehrlich, das entspricht eigentlich der Entwicklung der IT. Dass wir überhaupt statische Informationen erfassen, das ist die Einführung der IT, nichts anderes. Die Anreicherung um dynamische Daten, das können wir, seitdem wir das Internet haben. Und Muster oder Ähnlichkeiten zu erkennen, das ist jetzt nicht irgendwas Data Science Spezifisches, sondern es ist einfache Datenanalyse. Klassische Statistik reicht dazu völlig aus. Und dass man aber dies benutzt, um Geschäftsprozesse zu optimieren, das ist Digitalisierung. Und weil wir uns in einer Phase der Digitalisierung befinden, bedeutet das, dass der Datenhunger immer größer wird. Und das ist der eigentliche Grund, warum der Hunger nach Daten und damit auch der Hunger nach deutschen Datenprovidern immer größer wird. Es gibt noch so einen Mythos, nämlich in meinem speziellen Fall funktioniert das überhaupt nicht. Und da sagt mir meine Erfahrung, all limitations are self-imposed, alle Beschränkungen, die ihr euch selbst auferlegt, finden in eurem Kopf statt. Und Marx sagt immer, gegen den Einwurf von Kleingeld gibt es guten Rat. Bei mir ist das so, auch für ein kühles Bier oder ein gutes Gespräch bin ich gerne bereit, euch dabei zu helfen, wie man aus den Daten, über die ihr verfügt, vielleicht 1 Million oder mehr rausholen kann. Ich freue mich drauf, viel Spaß, gerne auch beim nächsten Bier.